Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, draußen sieht es recht gut aus. Ich wollte gerade sagen, aber sehr dunkel. Aber wir können Mais einsammeln. Sehr schön. Gib Thomas den Mais. Das heißt, wir haben jetzt genug eingesammelt. Okay. Haben wir denn noch was von diesen Zucker... Genau, Zuckerrohrsamen. Die würde ich dann nämlich gerne da reinpflanzen. Unten sind die Blumen, das ist klar. Die müssten wir übrigens auch nochmal gießen. Jetzt achte ich da mal drauf. Ja, oh, da geht aber... Ach, für die Blumen geht so wahnsinnig viel runter. Es ist ja fast schon leer. Jetzt gucken wir mal beim Zucker. Was er nicht annimmt, okay. Hat er jetzt den kompletten Rest runter gemacht. Aber der hat nicht so viel gebraucht wie für die Blumen. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Obwohl es ja beides im Endeffekt Pflanzen sind. Ah, hier, die kann ich auch einsammeln, stimmt. So, dann ist jetzt die Frage. Ich würde gerne... Baumwollsamen. Also den Mais, den kann man auf jeden Fall gut verkaufen. Ich würde eigentlich gerne Zucker oder Weizen machen, damit wir uns unser eigenes Mehl herstellen können. Weizen wäre vielleicht ganz gut. Ich lasse das jetzt erstmal offen. Und dann schaue ich mal. Weizen müsste man noch eigentlich theoretisch das ganze Jahr über anpflanzen können, oder? Nein, du sollst dahin gehen, wo ich drauf zeige. So, neues rein. Und, oh, Leute, nimm doch einfach mal das nächste dann. So, da auch neues. So, dann machen wir die Gießkanne nochmal eben voll. Kitty sitzt hier gar nicht, sehe ich gerade. Kitty ist heute gar nicht da. Na gut. Aber wir haben Montag. Was? Ach so, wir müssen unser Küken ja füttern. Hallöchen. Es hört sich an. Oh. Sieht zwar immer noch so ein bisschen aus, als ob das gerade auf den Kopf geschlagen wird, anstatt gestreichelt. Aber okay. Gut, haben wir hier... Das können wir nicht mitnehmen, das ist zu groß. Haben wir hier noch was anderes? Ich habe hier unten gerade noch... Genau. Noch was Unkraut gesehen, das können wir mitnehmen. Den können wir eigentlich auch mal kurz mitnehmen, wenn er schon so rumliegt. So. Wo ist das andere hin? Muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht zufällig was Falsches mache. Ach, jetzt sind die Dinger hier schon wieder... Gerade da sollen die ja nicht wachsen, weil da möchte ich ja was reinmachen. Das Problem ist, ich konnte ja die ganze Zeit schon nicht mit dem Kerl reden. Ah, Kitty, 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 bleib hier. Muss auch gestreichelt werden. Come here. So, okay. Ich habe auch wieder Katzenfell bekommen. So, dann schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir nehmen können? Doch, da ist noch was. Moment, war das ein einzelner? Ach so, nee, der gehört dazu, ne? Der ist gar nicht so einzeln, wie man denkt. So, okay, dann gehen wir jetzt nochmal eben schnell zu Thomas rüber. Der müsste um die Uhrzeit ja an seinen Beeten am Arbeiten sein. Oder er möchte gerade gehen. Eins von beiden. Bleib stehen, Thomas. Ich möchte mit dir reden. Oh. Ach ja, und ich muss dir noch was abgeben. Genau. Here's the corn for Sophia, Thomas. Thanks. She's a single mom, running her business all on her own. She deserves all the help she can get. Uh-huh. Don't know why you've got that goofy grin on your face. Just a friend helping a friend. Why, she say anything? It's not about what she says, Thomas. It's about... Okay, okay. Don't need advice from you. Anyhow, come see me on festival day. Sure. Why? Just do it. Okay, Thomas sagt, dass du ihn während des Sommerfests besuchen sollst. Vielleicht darfst du das Popcorn probieren. Ja, das ist doch... Das wäre doch mal cool. Er brauchte auch... Aber Baumwolle habe ich doch angepflanzt. Out of all the ranchers Otto could have handpicked to move into the ranch, he chose Marty. I asked if his animal husbandry program had any classes on sustainable ranching, and he said, I'll make things sustainable one day, once I get this place off the ground. We all know what one day means, Marty Emerson.
Das wissen wir leider. So, ach so, das war nur, dass wir die Samen kaufen konnten, glaube ich, ne? Das war nichts anderes. Oh, was mit dir? Noch nicht am Arbeiten? Keine Lust? Oder warum sitzt du hier so rum? Now that the ranch is open, Kim's business is thriving. I'm happy for them. We both come from families that set high standards for success. It can be a lot of pressure. Ja, eigentlich wollte ich ihr ja das Fleisch verkaufen, aber ich durfte ja nicht. Ich bin aber echt gespannt, was mit dem Leuchtturm auch ist. Aber wir gehen jetzt auch gleich sofort in die Stadt. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob hier unten in der Ecke noch was ist. Fische fangen werde ich jetzt noch nicht. Das werde ich vielleicht dann nachher nochmal machen. Weil ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt so nicht direkt einen Auftrag haben, könnten wir zwischendurch immer mal Fische fangen. Damit wir daraus dann auch immer Fischstäbchen machen können. Dann haben wir normalerweise immer genug Geld. So, ist hier in der Ecke noch irgendwas? Ach, das ist was, was im Fliegen ist. Okay. Oh, hi. Hey, Kai. What's wrong? I got worked over by this closeout and my leash snapped. I just don't get why the wave didn't bring my board in, though. It was new and it's so hard to get longboards shipped here. So what are you doing on the beach? Collecting seashells or something? Buddyboarden. Naja, nicht wirklich. Stimmt was nicht? Ich wollte angeln, ja. Yes, I was collecting shells. What's your problem? That's a totally valid beach hobby. Hey, brah, it's cool. But, you know, you should leave some. The high tide has been eating away the shoreline bit by bit every year. Sorry if I was a grouch. I'm just super bummed about my board. It's all right. I understand. Let me buy you a beer to make up for it, okay? Ah, ein lockerer Freund. Sehr schön. Ich will dich auch nicht mehr heiraten, obwohl du immer noch cool bist. Wir gehen... Oh, wen haben wir denn da? No matter how many times I dust off Angus's clothes, he always gets them covered in flour and breadcrumbs again. But I don't mind. I love fussing over him. And he loves to be fussed over. Ja. Was soll ich sagen? Wo gehobelt wird, fallen halt eben auch Späne, ne? Wenn wir jetzt... eine Muschel. Die müssen wir natürlich direkt mitnehmen. Wenn wir jetzt hochgehen, werden wir ihn jetzt hier antreffen oder ist er wieder nicht am Arbeiten? Doch, er steht mal drin. Was für ein Wunder. Dann können wir mit ihm auch noch mal kurz quatschen. What a little pastoral delight to see everyone preparing for the summer festival. Fortunately, since I'm so new, Otto said I didn't have to contribute. Wait, what? Genau, Moment mal. Hallo, wir sind auch neu hier. Für uns zählt das auch nicht. So, Hühnerfutter 4, da wollte ich jetzt mal geguckt haben. Naja, wir haben jetzt noch 10 da. Aber es ist zum Glück nicht ganz so teuer. Das hatte ich nämlich vergessen. So, dann gehen wir direkt in die Stadt, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass das von der Uhrzeit her passt. Und dass wir direkt mit dem Typen aus der Werkstatt reden können. So. Ach, sie ist auch noch nicht arbeiten. Okay. Dich können wir eigentlich mal eben mitnehmen. Dann haben wir nämlich alle hier oben angesprochen, wenn wir jetzt alle auf dem Weg dahin mitnehmen. Hi. On the dating apps, I keep matching with guys from Milkwater. But when I say I live in Fairhaven, they stop messaging me. Come on, the ferry's not so bad. Sometimes the captain lets you toot the horn. Ja, ist doch ganz cool. Ach so, Moment. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Ah. Wir können nur eine aus Gold machen. Nee, Eisengießkanne. Wieso sieht die so golden aus? Dafür brauche ich 5. Wie viel brauche ich denn für meine... Also wir hätten dann 10 und 60, sage ich mal. Moment, ich gehe mal kurz hier raus. Ich gucke mal eben nach. Ach so, davon hätte ich 2 machen sollen, oder? Ich brauche nämlich 6 Stück.
Ach so, das muss ich ja auch noch abgeben. Stimmt ja, aber die war jetzt noch nicht am Arbeiten. Ach so, hier, doch. Lasst uns Brücken bauen. So, 15. Ich brauche genau 15. Okay. Und 200 Gold. Da schauen wir noch mal. Ich gehe immer da ins Falsche rein. 200 Gold. Oh, 250 kostet die Gießkanne. Oh, nee. Dann lassen wir das mal. Also das Eisen könnte ich machen. Das ist kein, die Eisenbarren, das ist kein Problem. Aber mit der Menge an Gold, nee. Da können wir höchstens mit dem Fischstäbchen nochmal gucken, ob wir das hinkriegen. So, dein Erdbeeren sind noch nicht durch. Getting to Fairhaven. I'd have my brothers visit all the time. Maybe I could get Francis's brother to visit too. They could patch things up. I still don't know why Francis and Fabio don't talk, to be honest. Okay, hat sich auch gerade reingesetzt. Otto, if you don't mind my asking, what happened to damage the bridge in the first place? Oh, it's not really clear. Certainly wasn't fiscal mismanagement, if that's what you've heard. It seems some beavers just attacked the support posts quite spontaneously. I can't believe that. I agree. Freeloading beavers should get their own wood. Okay. Na gut. Also, wir setzen uns... Nee, wir gehen vorher nochmal kurz zur Schule, wo gerade keiner ist. Ach so, ist ja stimmt ja, sind ja jetzt Ferien. Maybe when school starts again, I'll do a unit on farm animal biology. And we can visit Marty's calves and chicks. Oh, but then I'll have to cover what happens to those calves and chicks. On second thought, we'll stick to the textbooks. Ja, war ja klar. Bloß keine Ehrlichkeit, sodass die Kinder selber entscheiden können, ob sie das mitmachen möchten oder nicht. Ja, jetzt kommen wir zum Zielort. Sag bitte, dass er offen hat. Er hat offen und rein mit dir. Treffer, versengen. Nein, wir quatschen erstmal. Good part of the summer festival? The twins love it. Candy, summer vacation, adults who play games with them. They can't wait, though I always have to make sure they don't stick anything explosive in the bonfire. Ach du Schande. Okay, Brücke. Should only take a day or so. Perfekt. Ach so, jetzt kann ich das andere wieder nicht machen. Ah, ich hätte vorher mal gucken sollen, wie viel das jetzt kostet. Aber auf jeden Fall habe ich ihn schon mal damit beauftragt. Das ist gut, weil die Brücke, die ist mir persönlich natürlich am wichtigsten im Moment. Schauen wir mal hier, ob wir heute Abend... Ja, sehr schön. Heute Abend können wir wieder Blümchen pflücken. Das muss ich mir unbedingt merken. Hey! Summer fishing is a big tourist thing in Milkwater, right? Ever thought of moving? Thought about it, sure. But nah. I can't stand the kind of tourists that come to Milkwater. So fancy. At least folks here know how to behave. Ja, das Problem hat man leider überall. Oh, da oben sehe ich gerade noch was, was wir einsammeln können. Sehr schön. Hier unten ist nichts mehr. Ich frage mich ja immer noch, ob wir irgendwann Insekten einsammeln können, dass wir vielleicht ein Netz bekommen oder sowas. Shelby! Emmy and Finn remind me so much of my cousins. They always had some scheme going. Running around with them probably saved my life in the end. So, hier hinten haben wir nichts mehr. Das heißt, meine Stimme verlässt mich jetzt, weil sie keine Lust mehr hat, mitzugucken, ob da noch was ist. Und ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Wir müssen noch die ganze untere Etage kurz abklappern. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich meine, montags müsste normalerweise die, die Ärztin aufhaben, gehe ich mal von aus. Kann natürlich sein, dass sie später auf hat. Also die Öffnungszeiten sind ja nicht so realistisch ausgelegt. Ich meine, wer schließt schon, war das die Werkstatt? Wer schließt die schon an einem Freitag oder wann das war? Parker comes to the Consciousness Center almost every week. I love it.
He says he asks Lena to come, but she's too busy. Well, no one's too busy for the Book of the Mind. Spoken like a man with no children. Ja, da hat sie recht. Also ich meine, für ein Buch ist eigentlich immer Zeit, aber naja, für sowas. Okay, da stehen noch die Opfergaben in Anführungszeichen drauf. Ich denke mal, dass man da auch jetzt nicht hin und wieder hinlaufen kann. Die hat echt noch geschlossen? Ach, die hat montags wirklich geschlossen. Was ist das denn bitte für eine Ärztin? Hallo? Die haben alle geschlossen hier. Was geht denn jetzt ab? How's it going so far on the farm? Let me know when you get some chickens. Ich arbeite dran. Ich arbeite wirklich dran. So, hier sitzt sie. When I was a teenager, I hated summer because my mom made me shave my legs and wear summer dresses. Now I don't have to do either of those. It's not like anyone here cares. Die hat so eine quietschige Stimme irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich macht das deswegen so unsympathisch. I saw our teacher talking to that guy from Milkwater who sells books. Ugh, I bet she's ordering books to make us read when school starts again. You don't like reading, Emmy? Yeah, I like books. Comic books. Ja, die wird man in der Schule eher selten finden. Hey, are you gonna get a dog to guard your animals? I wasn't planning on it. Why? Because no one on the island has a dog. How is that fair? Mommy said we could get one if Emmy and I both take care of it. But Emmy said dogs are too drooly and she doesn't want to pick up poop. Ich finde dieses Wörtchen Poop so süß irgendwie. Das haben wir ja schon in anderen Spielen jetzt gehört. Ah, you sure have been keeping Parker busy. Oh, I'm sorry. Oh no, I don't mind. He loves restoring all the little details on old houses. If it was up to him, we'd go off-island to hit up antique markets every weekend. So, verkaufen kann ich eigentlich jetzt aktuell nichts, ne? Obwohl, ich habe den Mais. Das ist der Restmais. Also, ich habe ja schon alles abgegeben, ne? Das heißt, da könnte ich auf jeden Fall nochmal 4 von verkaufen. Falls ich da irgendwas für brauche. So, Blaubeeren habe ich auch noch einige. Könnte ich, jetzt weiß ich, achso, da oben 19. Ah, 10. Weil ich möchte das ja auch noch ein bisschen pushen, ne? Ich möchte ja auch, ich bin doch gerade beim Verkaufen, oder? Doch. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Oh Mann. Blumenkohl. Ja, Blumenkohl weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist, glaube ich, sehr teuer. Können wir auch gerade nicht anpflanzen. Wir bräuchten auf jeden Fall nochmal ein neues Zuckerrohr. Hopfen brauchen wir fürs Bier. Würde ich auch gerne machen, habe ich aber noch nicht alles für da. Ach so, Weizen kann ich jetzt gar nicht anbauen. Da unten, Weizen. Oh, das ist doch blöd. Da muss ich tatsächlich jetzt immer das Mehl hier kaufen. Hm. Na gut. Zuckerrohr brauche ich ganz viel für die einen. Da habe ich jetzt keins mehr. Kaufen wir nochmal 2 nach. Und Mehl habe ich noch 6 drin. Aber eins kaufen wir nochmal nach. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Fisch fangen. Da war ich jetzt überall. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf Fischfangtour. Und wenn ich dann da gleich durch bin und keine Ausdauer mehr habe, dann stelle ich mit euch zusammen noch ein paar Fischstäbchen her, beziehungsweise verkauft die dann noch mal kurz. Ihr müsst ja nicht unbedingt beim Herstellen dabei sein. Ich habe fast keine Köder mehr. Okay. Da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. Jetzt bitte kein Rezept. Da sind 2 Krustentiere drin. Ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter.
Und wir sehen uns dann gleich, nicht beim Verkauf, weil wir können ja heute gar nicht verkaufen. Ist gar keiner da. Nein, es war ein Tintenfisch. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn es dunkel wird. Bis gleich. Ja, und natürlich haben wir wieder keinen Fisch gefangen, sondern ein Rezept. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. It's some kind of recipe. Genau, und zwar ist das Malasada, was auch immer das sein soll. Sieht so ein bisschen aus wie Berliner. Juliet can be a real pain in the neck sometimes. But you know what? The other day I turned my ankle and Juliet rubbed it a bit and it instantly felt better. So, wir haben nun Nacht und können die Blumen, also sprich die Mondblumen, wieder einsammeln. Und ich würde euch gerne nochmal mitnehmen. Vielleicht haben wir ja nochmal einen neuen Text. Ich glaube es zwar eher nicht, weil wir ja nochmal eine neue Aufgabe bekommen haben mit dem Honig. Aber ich möchte trotzdem mit den Leuten hier nochmal eben eine Runde quatschen, bevor wir den Tag beenden. Who are you really? Persist in your studies with the Coven and you will know one day. Das war ja jetzt eine blöde Frage, jetzt mal ganz ehrlich. Make sure you use the right ingredients for your incantations. Wouldn't want you to accidentally give everyone in town bunny ears. That is not something I could actually do, right? We'll see. Okay, also scheinen leider wieder die alten Texte zu sein. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. So, dann noch eben die zwei. We cannot let the townspeople know our true identities. Witches have died this way. Und... Don't go near the standing stones. Our coven has kind of a bad history with them. Ich weiß ja immer noch nicht, was die Menhiren sind. Ich vermute mal, dass es da oben diese Steine sind. Nur, wenn das die Steine wären, dann würde doch irgendjemand was sagen, wenn ich hier hochlaufe. Und offenbar kann ich da auch nichts mitmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, können wir eigentlich nicht mehr allzu viel machen. Außer, dass ich jetzt ins Bettchen gehe. War mal ein relativ kurzer Tag. Aber was soll man machen, wenn die Leute mal wieder alle nicht arbeiten wollen? Und man mal wieder nicht diejenigen antrifft, wo man dann was abgeben kann. Ich hoffe, dass wir morgen in der Folge, also sprich auch am morgigen Tag im Spiel, dass wir dann endlich über die Brücke drüber kommen werden und das neue Gebiet erkunden können. Ich bin schon total aufgeregt. Er meinte, es wird ungefähr einen Tag dauern. Er hat sich heute auch schon dran begeben. Das habe ich gesehen, als ich geangelt habe. Da stand er oben und war da am Arbeiten. Ich weiß halt nicht, ne, ob er das dann wirklich schafft, bis der Tag vorbei ist, beziehungsweise bis der nächste Tag anbricht oder nicht. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir hoffentlich auch noch der Tag so ist, dass wir dann die Fischstäbchen verkaufen können, damit wir dann wieder ein bisschen Geld kriegen, weil dann könnten wir vielleicht auch endlich mal unten das Teil, diesen Teil da mit den Beeten machen. Ich sag gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like und wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne tun.